Was geht ab, Leute? Speziell Anfang heute. Ich befinde mich gerade auf dem Weg nach Hannover. Denn da geht erstmal zum Bahnhof nur tatsächlich eine Stunde wegen Umsteigezeit. Und dann geht's nach Bielefeld zu Christian Bischoff, die Konzertding zu machen. Und ich habe so heftig Bock, auch wenn ich Kani, Jody und den Raphael treffen werde. Also Grüße an euch, wenn ihr das seht. Und ich bin so excited. Das ist so geil. Ich freue mich so unglaublich, Leute. Ich sag's euch jetzt einfach. Nur gönn ich so viele geile Menschen. Lasst einfach sehen, wie es mir jetzt wirkt. So, erfolgreich in Bielefeld angekommen. Jetzt ist bloß die Frage, wie komme ich zu dieser bescheuerten Stadthalle? Sprich, erstmal ein kleines Abenteuer. Mal schauen. Ja gut, ich bin zwar schon hier in der Stadthalle und ich habe auch schon den Bus gespottet. Seht ihr? Aber ich darf erst in einer halben Stunde rein, sprich erst in einer halben Stunde ist der Early Check-In, zu dem ich unbedingt möchte. Das heißt, ich glaube, ich gehe jetzt gleich noch in mein Hotel, versuche da noch schnell einzuchecken, dass ich einfach mein Gepäck weg habe und das ganze Zeug. Und dann, oh mein Gott, es geht los, Alter. Ich kann euch gar nicht sagen, wie excited ich bin. Es ist echt. Junge! Ich meine, da steht dann einfach Christian Bischoff vor mir und ganz anders sehe ich und wahrscheinlich noch so viele andere krasse Leute und das Event. Weißt du, was so viel Energie drin steckt? In diesen Dingen, ey. Beben. Also, jetzt erstmal Hotel suchen und dann einchecken und dann hier wieder her und dann Ticket abholen und dann geht es schon los! Oh mein Gott, wir sind im Hotelzimmer. Schaut euch mal diese Wand an. WTF. Als wäre ich in so einem Kinderzimmer. Das ist so cool. Draußen stehen schon die etwas fetteren Wägen. Großstadt halt. Und jetzt geht's zum Early Check-In. Okay, es geht alles viel heftiger ab, als ich dachte. Teilnehmerunterlagen geholt. Alles ganz normal. Ziemlich basic eigentlich, voll cool. Normal cool, als so wie ich es eigentlich erwartet habe. Und dann denke ich mir auf einmal, also um es zu erklären, da gibt es so Schlangen. Halt für normales Ticket, ich jetzt. Dann halt Gold-Ticket, dann gibt es noch Platin-Ticket und dann gibt es noch so einen Eingang für den Insider-Club. Das ist so ein spezieller Club, wo du so ein Jahr lang die ganze Zeit mit Christian Bischoff irgendwie durch die Welt chattest und lauter kranke Sachen machst. Und da stand eine von seinem Team, die ich schon mal in seiner Instagram-Story gesehen habe, wo ich mir gedacht habe, wo ich weiß, dass die sich extrem viel um die Kundenanliegen kümmert. Shit, hier ist ich rede gleich weiter, weil es hier so laut ist. Da bin ich zu hingegangen, was heißt, ich bin zu hingegangen, ich hatte ultra Schiss, bin erstmal so 10 Minuten mit so einem Spacken rumgestanden mit meinem Handy, war schon wie wenn du im Club so ein Mädchen ansprechen willst und dich nicht raus, genauso war das,
weil ich mir dachte, shit, Alter, das ist der Insider-Club Platin, was weiß ich, Eingang. Und da einfach hinzugehen, so, yo, können wir mal kurz über die Schultür reden, wäre natürlich ziemlich heavy gewesen. Denn, was ist mit Schultür? Ich habe es gerade in meiner Instagram-Story ja schon erzählt. Das bedeutet, Christian Bischoff hatte bis vor 4 Monaten, 10 Jahre lang, die Schultour der positive Unterschied. Und er ist von Schule zu Schule gereist und hat am Ende bis zu vor 5000 Schülern gesprochen. Ultra heftig, hat es halt mega etabliert, gibt es jetzt aber auch, weil er sich auf seine anderen Seminare fokussieren möchte. Und ich will natürlich genau sowas machen. Ich dachte mir, das gibt's ja nicht, da muss doch irgendwie möglich sein, eine Verbindung herzustellen. Also bin ich dann nach 15 Minuten Schiss zu der hingegangen, meinte, hey, kann ich mal mit dir über irgendwas reden? Und sie so, ja, klar, alle ultra nett, voll heftig. Und auf einmal meint sie einfach nur, und ich sag so, ja, kann man da nicht irgendwie eine Verbindung herstellen, weil ich das auch machen möchte? Sie, ja, klar, ich kann dich halt dem Jens vorstellen. Ich so, okay, wer ist der Jens? Ja, der Jens ist der zweite Geschäftsführer. Das heißt, ich werde morgen mit dem zweiten Geschäftsführer, sprich, die zweitkrasseste Person in diesem Unternehmen, nach Christian Bischoff selbst, ein Gespräch darüber führen, ob man irgendwie eine Verbindung zwischen meinen Ambitionen und der bereits etablierten Schultour herstellen kann. Leute, was mache ich denn jetzt? Das bedeutet, ich habe jetzt noch ungefähr, keine Ahnung, 20 Stunden, nee, keine, ja, 20, 18 Stunden Zeit, bis ich mit dem reden werde. Und dann sollte ich besser einen sehr klaren Plan davon haben, was ich genau machen möchte, warum er mich nehmen sollte oder mich irgendwie da integrieren sollte. Und deswegen gehe ich jetzt ganz, ganz schnell einkaufen, damit ich morgen nicht hungrig dastehe. Und dann überlege ich mir ganz genau, aber wirklich ganz genau, wie ich das morgen angehe. Und holy fuck, was ist gerade passiert? Ich war schon so excited, aber jetzt weiß ich echt nicht mehr, wohin mit dem ganzen, Adrenalin, der ganzen Motivation. Holy shit. Samstagmorgen, es ist 7.13 Uhr und um 7.15 Uhr ist der Check-in schon. Ich weiß nicht, ob man da schon rein kann oder erst um 8.45 Uhr, aber ich will auf jeden Fall schauen, dass ich so schnell wie möglich da drin bin. Und ich bin so heftig gespannt, wie es wird. Leute, es geht los. Ich war natürlich schon drin, mit als allererstes. Aber jetzt soll ich noch mal kurz am Klo. Und dann, ist ultra geil, weil ich habe jetzt einen Platz in der allerersten Reihe, also für meine Klasse. Gold und Platin ist natürlich noch davor, aber nice. So, mindestens die ersten 2/3 sind schon vorbei. Vom ersten Tag. Ich muss sagen, es ist extrem basic. Also, es sind wirklich wenige Sachen, die ich noch nicht kann. Also eigentlich nichts, weil ich auch natürlich seine Sachen auf YouTube schon sehr stark konsumiert habe. Sprich, für mich ehrlich gesagt eine kleine Enttäuschung.
Wenn ich nochmal drüber nachdenke, muss ich natürlich auch sagen, ich meine, es ist die Einstiegsveranstaltung von seinen ganzen Seminaren, da ist es logisch, dass es ein bisschen simpler gehalten wird. Ich bin gespannt, was morgen noch kommt, aber nichtsdestotrotz natürlich die Energie in dem Raum unglaublich, die Menschen sind so nett zu einem, das ist wirklich, das könnt ihr euch nicht vorstellen, ja, also ich glaube, die Leute, die dich auf der Straße anspucken würden oder so, umarmen dich da so herzlich, es ist echt unfassbar, es zeigt einem auch, dass einfach jeder Mensch, du bist nicht du, verstehst du, was ich meine? Ich meine, es hängt so krass davon ab, in welcher Situation sich jeder Mensch befindet, hinsichtlich darauf, wie er sich verhält. Wenn du in so einem Raum kannst wahrscheinlich die größten Miesepeter stecken und die werden da so nett sein und die nettesten Leute sind wahrscheinlich irgendwo, wenn es in einer hitzigen Großstadtsituation sind, vielleicht einfach mal einfach nicht so korrekt drauf. Und das gibt mir ein bisschen was zum einfach so generell gesellschaftlich zum Überdenken. Einfach so nach dem Motto, Menschen verhalten sich je nach Situation so unterschiedlich. Das Gespräch mit dem zweiten Geschäftsleiter, beziehungsweise eigentlich Geschäftsleiter, habe ich jetzt rausgefunden, lief leider gar nicht so gut. Sprich, ich wurde sehr schnell abgewimmelt, weil er natürlich auch in der Pause nicht so viel Zeit hatte. Aber ja, keine Ahnung, ich werde natürlich weiter dranbleiben. Ich werde versuchen, mit Christian selber noch persönlich kurz irgendwie zu sprechen, weil ich das Gefühl habe, dass er da vielleicht ein bisschen wohlwollender ist. Und ja, ich werde auf jeden Fall weiter dranbleiben, weil es wäre auf jeden Fall, ich merke auf jeden Fall, das wäre eine riesen Möglichkeit, das umzusetzen. Weil es würde einfach meinen Start sowas von katalysieren und deswegen will ich das auf jeden Fall machen. Und jetzt bin ich super excited, einfach noch jetzt den Abschluss jetzt mitzunehmen und natürlich dann auch auf morgen und dann natürlich als am Montag noch auf Münster mit dem Raffa. Das ist einfach geil zur Zeit, das ist geil. Kani hat sich gerade beschwert, oder dachte, er wäre schon ein Vlogger, aber er ist noch gar nicht verkauft. Auf jeden Fall ist es Kani. Yo Leute, was geht ab? Wir sind hier gerade in Leos Presidential. Mit dem geilen Gemälde von Picasso. Ja, das habe ich auch das schon gesagt. Das sieht man, wo war das? Hier hinten. Hier hinten steht es ganz klein, steht Picasso. Ja. Unterschrift, das ist ey. Ja. Original. Original. Was sagst du heute zum Seminar? Ich fand es ganz gut. Ich muss sagen, positive energy as fuck, ohne Spaß, Leute. Allein wegen der Energie lohnt sich das, man lernt so viele Leute kennen, man traut so viel mehr. Wir haben jetzt draußen ein paar Comfort Zone Challenges gemacht, du hast einen Teil zuvor angesprochen, aber ey, es war so easy. Also ohne Spaß, sowas macht es echt wert. Die Infos, die er da rausgehauen hat, waren ziemlich basic, was mich ein bisschen gestört hat und der Leo auch. Andererseits fand ich, es war ziemlich gut, ne, weil hier Wiederholung, semantisches Gedächtnis und so. Fachbegriffe. Vorher noch nie gehört, aber heute semantisches Gedächtnis. Ja, Mann. Also Leo, wie kennen wir es, das semantische? Gedächtnis. Gedächtnis. Er sorgt halt da ist halt dafür da, dass man, wenn man praktisch eine Sache immer und immer wieder wiederholt, ist sie irgendwann fest verankert praktisch. Und das zählt meiner Meinung nach auch für Dinge, die man normalerweise sich, also die man sich normalerweise nicht so oft klar macht, wie zum Beispiel, was aus einem Gedanken eine Emotion wird, was aus der Emotion dann eine Handlung wird und aus der Handlung wird dann ein Ereignis und ein Ergebnis und daraus wird dann das Leben bzw. euer Lebenslauf, so wie es der Chrissy beschrieben hat. Jetzt könnt ihr euch die 99 Euro fürs Ticket sparen. Kriegen wir gleich ein Copyright rein. Auf jeden Fall gehen wir jetzt pennen, weil es jetzt schon ein bisschen später, weil wie gesagt, wir waren noch ein bisschen draußen. Und morgen zweiter Tag. Mal schauen, bis hier.
Was geht ab, Leute? Ich bin jetzt ganz alleine hier im Zugabteil. Auf dem Rückweg zu meinem Zuhause und meiner Familie, was super cool ist. Wochenende war mega nice, super interesting. Was ich gar nicht gefilmt habe, war, dass ich jetzt noch heute den Montag bei Rafa verbracht habe. War auch mega geil. Rafa, Grüße an dich. Ultra cooler Dude. Ich respektiere ihn unglaublich, weil er es geschafft hat, weil mit Social Media Marketing sozusagen sich selbstständig zu machen. Mit 23, 24, krasse Sache. Geile Aussicht haben wir hier noch. Und ich bedanke mich für euch beim Zuschauen, zum Zuschauen. Ich hasse hier gerade im Zug, deswegen bin ich nicht so. Und ja, danke, dass ihr dabei seid. Ich habe mega Bock auf die Zukunft. Nächstes Wochenende geht's nach Aku, Gardasee. Awesome People Conference. Ich habe mega Bock drauf. Wir sehen uns am Freitag zum nächsten Vlog. Oder zum Mittwoch wahrscheinlich zum nächsten Video. Mal schauen. Und ciao.